So, fünfter Abend, oder? Doch, fünfter Abend schon, oder vierter Abend. Ist doch egal. Dead Island. Warum habe ich ein Ausrufezeichen? Hey! Ich würde auf die richtige Seite der Tür reingehen. Like Matutero told me to repair the gate. Unfortunately, the tools are in the house by the pier, and those things are over there. Those people. Ich finde irgendwie, das Spiel bringt uns immer zu denselben Ecken wieder. Ja. Vor allem, weil du warst ja schon am Hafen. I guess you need some supplies. Unfortunately. Oder in der Polizeiwache. Verzeihung. In der Polizeiwache waren wir auch viel zu selten. Wir sollten nochmal zurückreisen, um in die Polizeiwache zu gehen. Hätten ja was vergessen können. Das ist ja fast wie die Geschichte damals mit dem Panoramavisier. Oh, es gibt leider kein automatisches. Hast du kein Panoramavisier? Nein, ich habe kein Panoramavisier. Ich habe ein Panoramavisier. Hey, das welche war Farbe? Ghost Reader. Oh ja, du bist so ein Blitzmerker. Ey, hier ist ja noch ein Quest drin. Das ist das Quest mit dem Haupttypen. Könnten wir vielleicht irgendwo hinreisen, wo man was verkaufen kann? Oder sind eure Inventare leer? Kannst hier oben verkaufen. Oh. Geh raus. Geh weg. Ich laufe einem schwarzen Jordel hinterher. Nein, guck, hier, ich glaub, guck mich an. Guck mich an. Wenn ich... Nee. Du sollst mich angucken. Nein, du bist schwarz. Du Rassistenschwein. Jesus. Like sicher, dass hier jemand verkaufen kann, weil ich glaube, du kannst ihn nicht verkaufen. Doch, hier war doch ein Verkaufsraum. Doch, hier war irgendwo ein Verkaufsraum. Mensch, ich war, glaube, weiter oben. Aber der musste angezeigt werden. Ich hab, ja, der wird nur angezeigt, wenn du in der Nähe bist. Ich habe gestern den auch durch Zufall gefunden. Gestern? Ich hab nämlich noch ein bisschen privat gespielt. Aha, hast du weiter gelevelt hier? Nein, nicht gelevelt. Ich habe nur geguckt, wo ich eventuell bessere Waffen finde. Aber das war ganz vergessen. Hä? Oh, Jordel, mach doch einfach... Jordel ist, glaube ich, tot. Der ist runtergefallen. Nein, er hat sich nur 16 Knochen gebrochen. Rettet mich. Ich habe 2000 Dollar wegen euch verloren. Wegen uns, weil du zu dämlich bist, einen Steg zu laufen? Nee, weil du mich nicht weil ich nicht runtergesprungen bin und auch gestorben bin, heißt das. Anything useful? Kannst du nur. Wir können ja auch nichts dafür, dass der Körper Claudia bist, ey. Körper Claudia? Claudia Klaus? Aha. Was auch immer. Ja, die spielt übrigens auch bei uns in der Serie mit Claudia Roth. Hallo, Leta Peter. Hördl, willst du das wirklich, dieses Thema in die Aufnahme reinbringen? Dass wir eine eigene Witcher-Serie produzieren? Ja, natürlich. Ja, du weißt, welche Rolle du für Pascal angedacht hattest? Warte, ich hab's notiert. Siri. Nein. Nein. Es gibt eine andere Rolle. Siri wird gespielt? Warte, ich muss der andere Zettel. Siri bin ich. Von Goebbels. Nein. Es sind echte Menschen dabei. Ja, es sollten Lebende schon sein. Also es sind Lebende dabei. Ist das eine Gabel? Siri ist vorgemerkt für Samuel L. Jackson, Claudia Roth. Ich glaube nicht, dass Claudia Roth eine gute Siri ist. Finden-Uschi, Kim Jong-un den Dritten und Borat. Wie ich sehe, habt ihr ein genaues Konzept, wie die Person in etwa aussehen sollte. Für Plötze haben wir auch wen. Ja, mich. Nein. Du bist Triss... nee, warte, du bist Yennefer. Entweder Yennefer oder ein Baum. Was? Ja, jetzt rück mal mit der Wahrheit raus. Du weißt genau, wie dir die anderen hießen. Ich will das jetzt nicht... Also Till hatte, ich habe ja nicht so weit gespielt, es kam halt, du bist einer der Bösewichter und Böserichtergruppen, und zwar Hurensohn und Hurensohn 1 bis 5. Das ist Till? Nein, die kommen ja in The Witcher vor, diese Hurensohn-Gang, und die haben wir für dich auch vorgeschlagen. Oder halt, du bist ein Baum. Ich kann alle Bäume auf einmal spielen, weil ich ein guter Schauspieler bin. Wir dachten eher, dass du halt deinen Schwengel dann in die Bäume reinstecken kannst. Da wusste ich sogar mal, wie das heißt. Wenn das Leute machen. Was, wenn du deinen Lörres in den Baum steckst? Ja, das ist eine sexuelle Vorliebe, die hat auch einen Namen. Also du suchst halt im Wald ein Astloch und dann zeigst es der Natur. Ja, oder du rubbelst dich halt an den Bäumen oder so. Nein, warum? Es geht um das Astloch. Wirklich, Barato, willst du fragen? Willst du wirklich fragen? Nein. Ah, das ist noch wieder ein großer.
Hat Joel seine Medikamente nicht genommen? Wahrscheinlich. In Berlin gibt's keine Medikamente. Da kommt der Medizinmann. Über 2 Stunden gebraucht. Der Schamane. Wow. Na. Na, ich habe übrigens wieder eine H-Taste. Ich habe eine neue Tastatur mir liefern lassen gestern. Ich dachte, du hättest dir Cola liefern lassen. Auch. Liefern dir. Ich habe irgendwas gehört. Jördl hört Stimmen. Wir sollen die Werkzeuge holen, du Banane. Hä, wo ich dir gestern gesagt habe, bestell dir eine neue Tastatur. Nö, ist doch nur eine Taste kaputt. Jetzt hast du dir betreut. Das war vorgestern, Jordi. Was hast du gestern gemacht? Ist doch egal. Drogen genommen? Ja, wahrscheinlich. Was hättest du wohl gerne, Alter? Nein. Den ganzen Tag schon wieder verloren in deinem Gedächtnis. Schlimm ist, der ist normal so. Der braucht keine Drogen. Ja, ich bin wenigstens glücklich im Leben. Bück dich? Glücklich. Glücklich, bück dich. Du bist runtergefallen! Hast du ein Problem damit? Lass ihn glücklich sein. Du bist so blöd, Barathur! Wenigstens ist er nicht dabei gestorben. Tja, wie andere Jordels. So, ich hoffe mal, dass es heute im Buch des Grolls keinen Eintrag gibt, weil der Eintrag ist auf Null. Wirklich, das glaube ich. Ja, du bist ja sehr einfach zu befriedigen, Barathur. Solange das Buch des Grolls leer ist, gibt's keinen Malus auf öffentliche Ordnung und auf Zorn. Ah, nee. Ja, quatsch doch mal. Ich wollte ein. Ach, Moment, nee, ist okay. Ja, was denn jetzt? Nee, wir können ruhig hier im Raum sein. Mit wem ist man? I'll take you to Moen, but it won't be easy. To reach him, we need a boat, and the only boat we had was stolen by that bastard Afran. If you want to talk to Moen, you have to get it back. You think you can do it? We can do it. Great. There is only one village in the Crocodile Valley that has access to the river. So my guess is that's where you'll find Afran. I doubt he would get rid of the boat. Get going. Take some equipment from our store. Nein, ich wurde heute noch nicht in die Luft gesprengt. Der Tag ist noch jung. Ja. Der Abend ist noch jung. Der Tag auch. Und welche Quest machen wir jetzt eigentlich? Wir machen jetzt die Quest, reisen irgendwo hin, wo wir Sachen verkaufen können. Ja, ich bin dafür. Hui. Ey, da ist doch ein Händler. Wo? Siehst du, hab ich doch gesagt. Hier, ich seh ihn. Hier jetzt? Drin? Ja, jetzt ist einer hier. Vorhin ging das aber nicht. Cool. Ja, du musst zuerst die Quest annehmen. Beruhig dich. Und die kannst du Muni kaufen, Jordan. Wo? Du kannst bei dem Typen Muni kaufen, hab ich gesagt. Du kannst bei dem Typen Munition kaufen. Verstehst du das, Jordel? Der Typ verkauft Munition! Sag das noch leiser, bitte. Der Typ verkauft Munition! Ich wollte jetzt gerade ein gewisses Wort sagen, aber... Ob du behindert bist? Ein Wort, nicht einen Satz. Achso, Entschuldigung. Ob du behindert bist? Oh ja, Baby. Oh, der Henrik macht Spamming gerade. Muss ich den schon wieder timeouten? Hey, Alter, hör doch auf, die Leute zu ärgern. Sei froh, dass du überhaupt Zuschauer hast. Die Leute! Kaufen wir mal für 35.000 schöne Medipacks, ey. Ah, komm, nee. Ich muss ja noch reparieren. Ich habe 35 Mollys gekauft. Ihr wisst, was heute abgeht. Alter, wehe, ich rasier dich. Jordel, ich warne dich. Barathur, ich würde dir nie wehtun. Ja, dann laufe ich unter Kollateralschaden. Ich muss mal kurz gucken. Oh, verkrüppelter Vorschlagshammer. Ja, Vorschlagshammer. Cool. Vorschlagshammer, meine ich doch. Ich habe ja schon alles gehabt. Okay. Oh, hi. So, 5000 lasse ich drauf, für, falls ich sterbe. Okay,
dann... Dann können wir doch was machen. Ja. Töte Vargas. Müssen da hoch, wegen Nick. Darunter wegen einem Boot. Ich glaube, da können wir sogar mit einem Auto hinfahren. Haben wir hier irgendwo noch ein Auto? Ja. Jedenfalls wird auf der Karte eins angezeigt. Im Osten. Das andere Osten. Hieß Vargas nicht der Typ von Far Cry 3, dieser Endboss da? Nein, Vars hieß der. Ach, Vars hieß der. Mein Gott, du kannst dir ja gar nichts merken. Sagt der Richtige. Sagt der Richtige mit seinem perfekten, ausgebildeten, hochqualifizierten Namensgedächtnis. Ja. Jetzt ja, hab ich ja auch. Vergesst nicht die Grammatik und die... Da gehen wir Vargas mal in Taranteln. Jordelmon. Wie kann man die Scheibe kaputt machen? Du musst erstmal einen Unfall bauen. Richtig, du musst erstmal einen Zombie dann hauen. Ich bin ausgestiegen. Warum steigst du? Weißt du, Jordel, du bist genauso einer. Hör auf damit, du Penner. Du bist genauso einer, der während der Fahrt mit dem Fahrer spricht und während der Fahrt aus dem Zug rausspricht. Was war das für ein... Sirena, nichts gegen dich jetzt? Aber was war das für ein weiblicher Schrei? Ich schreie nicht so weiblich, glaube ich. Nicht so weiblich, wie Jordi schreien kann. Willst du mal einsteigen? Hast du nicht gelernt, eine Tür zu benutzen? Hallo, Katgur. Das lernt er noch. Ich glaube, der Bot hat schon wieder nicht die Notification rausgehauen. Das habe ich vorhin vergessen im Discord. Ja, ich habe auf den Chat geachtet. Deshalb nicht auf den Chat gucken beim Fahren. Ja, wir sind ja schon mal lange gekommen. Das passiert hier immer. Ach so. Das ist wie so ein Willkommensgruß. Sind die Typen hier vom Islamischen Staat oder was? Ja. Ja, das Brüder und Schwestern. Das sind dann auch Baraturs Brüder und Schwestern. Nein, du bist nicht meine Ingame-Schwester, ja? Doch. Nein! Nicht Ingame, nicht im realen Leben, niemals. Aber warum hast du mir seit 19 Jahren gesagt, dass wir Brüder und, dass wir Geschwister sind? Ey, 114 EP? Ja, hat ein paar Banditen, glaube ich, erwischt. Ich habe Banditen überfahren. Ja, das Gehirn sieht man an der Seite kleben. Die sind einfach vor mir aufgetaucht. Oh fuck, jetzt bin ich auch... Warum steigt der immer aus? Weil wir schwarz sind. Und wir keinen weißen Mann vertrauen. Boah, Jordel, du bist... Also Jordel, was hast du schon wieder gemacht? Du bist schon wieder von oben bis unten eingeölt, ey. Willst du es wirklich wissen? Aber das hast du mir doch so beigebracht. Oh, ich glaube, wir sollten aussteigen. Hier kommen direkt Gegner. Nee. Ja. Und ich glaube, hinter uns kommen auch ein paar Zombies. Ups. Ih, der fickt den Wagen von hinten. Oh, Spasten. Fuck, jetzt hab ich's gesagt. Spasten. Überall. LOL. Das war ich nicht, das war Serena. Ich dachte, du bist raus. Entschuldige. Alles gut. Angegreift. Soll ich dich heilen? Ich hab ihn schon geheilt. Ich hab keinen Schaden bekommen. Also. War nur die Druckwelle. Ich dachte mir doch, du bist weit genug weg, dass ich auf das Fass schießen kann. Ich hab nicht mal das Fass gesehen. Das stand hier und du standest da draußen, hier. Boah, Alter! Blockiert mich doch nicht so. Oh oh. Ja. Hier oben sind ein paar. Ich glaube, ich hätte dich, Baradolf! Alles gut, ja, killt erstmal die. Hier ist ein rotes Fass drauf. Ich bin tot. Ah, mit Profis. Ah, danke. Wo ist das Fass? Ich hab die im Haus getötet. Ach, ja, das gut ist das gemacht. Rote Fass. Ich hab die auf dem Dach getötet, soweit ich es gesehen habe. Das sind aber noch welche. Noch welche sein. Ja, ich hab einen noch hier im Haus. Hinter dir, Jordel! Ich war schon tot, tut mir leid. Fahrradtour! Oh, ich bin tot. Fuck! Macht nichts. Im Haus hängt ein Ausweis an der Wand. Ja, ich weiß. Ja, weißt du alles, Jordel. Naja, bis hierhin habe ich gestern gespielt.
Aber ich habe die Mission nicht beendet, also ich habe abgebrochen. Das ist aber nett von dir. Ships are deployed around the entire perimeter. A bloody minnow couldn't slip through. There haven't been any problems apart from one minor incident. Hier hängt der Ausweis übrigens, Freunde. I already dispatched a patrol after it. Yes, sir. Affirmative. Ja, er hat Baradol gesagt. Asiatin, hast du den Ausweis auch schon? Nein, ich habe den Ausweis noch nicht, schwarze Frau. Komm mit, Asiatin, hierher. Die hat auch einen Namen, Mann. Schlitzauge. Hier. Boah, bist du ein Danke, Trick. Schokolandra. Komm, schwarzer Mann und Asiatin. Habt ihr den Dietrich hier oben nicht gemacht? Oder ist Nein, weil Nein. ich auch vor dir Feuer umgelegt. Ach so. Warte, ich mach's dir auf. Mach's mir auf. Lass ja seine Hose zu, ich warne dich. Seine Hose fasse ich nicht an, Alter. Ich will keinen Krebs bekommen. Vom was? Vom weißen Mann. Ja. Der hat den Die Krebs. Kann ich nicht aufmachen. Warum kann es keine Stufe 2? Natürlich kannst du es aufmachen. Die wird bei mir als nicht offen zum Öffnen auf angezeigt. Dann hast du die halt schon doch aufgemacht. Ja, und dann ist das nur bei mir so. Gut, habe ich die gestern. Ja, danke schön. Da hast du die schon aufgemacht. Ohne uns. Ja. Das wurde gespeichert. Ja, natürlich. Ja, ist ja gut, heul mal nicht. Ich heul nicht, du heulst. Dass ich dabei bin. Was haben wir jetzt zu tun? Geh zum verlassenen Haus und rede mit Nick, kehre zu Carter zurück, kehre mit zum Leuchtturm zu Monika zurück und erzähle ihr, was mit dem Flugzeug passiert ist. Abgestürzt. Ja, wir haben das Flugzeug gefunden. Es ist übrigens abgestürzt. Ich würde sagen, wir machen das mit Nick, oder? Das ist doch hier irgendwo. Mit ich würde mir jetzt doch zwei Pizzen bestellen. Ja, aber du fett bist. Ich bin nicht fett, darum darf ich es mir ja leisten. Das ist halt schon ein gutes Stück, was wir fahren müssen. Ja, wir sind dasselbe Stück hier hingefahren. Ja, willst du lieber laufen, mein schwarzer Bruder? Nee, wir könnten ja zurück zu dem Dorf und uns rüberporten. Das wäre eine sehr gute Idee. Wir müssen uns eh porten. Also ich fühle mich hier wie zu Hause. Nö. Fehlt nur noch Tarzan. Ja, Jodl, der aus dem Dschungel kam. Du bist dich doch. Jodl, du bist doch die neue Ariel. Hast du die gesehen? Die sieht gar nicht mal so scheiße aus. Natürlich sieht die nicht scheiße aus. Es ist Ariel. Ja, aber sie ist schwarz. Sie ist nicht schwarz. Das war eine Fehlmeldung, ja, du Idiot. Hä, natürlich. War das nicht dieses Instagram-Girl? Nein, als wenn die irgendein Instagram-Girl nehmen würden für Ariel. Die können doch alle nix. Das ist so, als würdest du Pascal Vorschlag für das Amt des US-Präsidenten. Der kann es auch nicht. Natürlich. Ich kann das besser. Ich dachte, da steht gerade Jodl auf der Straße und wird auf uns. Ich hab einen Schuss. Ja, weil wir durch das gleiche Ding gefahren sind wie vorhin mit der Explosion. Der eine Typ mit den langen Haaren sieht ein bisschen aus wie Jodl. Ich hab keine langen Haare. Ja, so mittellange. Schulterlange. Ah, die Flusen, die du auf dem Hirn hast. Besser? Wie ist das eigentlich so, Jordel? Fuck. Die ganze Zeit am Boden festgekettet zu sein. Alright then. Wieso? I hope you fucking suffered. Damit du nicht in die Stratosphäre abhebst mit deiner Luft im Kopf. Klappt ganz entspannt für ihn. Was hat er? Nicht viel. Oh, ein Heilbauplan. Feel strong. Aber der ist blau. Jordel ist blank wie eine Bowlingkugel auf dem Kopf. Stimmt das, Jordel? Fanonit hat bestimmt recht. Nein. Ich glaube. Wartet, ich muss noch zum Questgeber. Wo war der? Der war oben. Warum wird er mir hier angezeigt? Ach, da müssen. Moment, wir müssen zum Resort. Können wir uns da nicht hinporten beim verlassenen Haus mit Nick?
Was ist denn das nächstmögliche da? Entweder ja, die Rettungsschwimmerstation oder der Leuchtturm. Keine Ahnung, eins von beiden. Dann halt zum Rettungsschwimmer. Take care of your business. Warte, ich will doch die Quests beide abgeben. Wir können eh nicht ohne dich los. Wohl oder übel. Ist das zufällig, dass er mit denen spricht, oder ist das... Oder kennt er die? Ich wünsche, es wäre nur Zufall, dass wir alle zusammen wären. Aber ich kenne die alle. Boah. Was haben wir denn hier? Das sind ja zwei Truhen. Habe ich die nicht... Ach stimmt, die hatte ich ja das letzte Mal nicht gelootet, weil da Schmarrn drin war. Warte, hier fehlt noch ein Questgeber. Wo ist der? Did you take care of your business? Der soll angeblich hier drin sein. Oh. Sollen wir dich da hinführen, Jordel? Du musst nur hinten hochgehen, der ist in dem Haus drin. Du musst durch eine Tür gehen. Alles klar? Bist du eine Magierin? Das ist ja schon zu viel. Die viereckigen Dinger, wo man mit dem Körper durchgeht. Sei ruhig, weißer Mann. Wir müssen nach oben. Ja, das neue Ghost Recon wird bestimmt toll. Wir lassen erstmal Jordel verdursten irgendwo. So you wanna burn those back? Good. Good. So you wanna burn those bastards? Ach, Nick war in den Slums. Wir müssten jetzt wirklich, also wir hätten doch zum Leuchtturm besser reisen sollen. Dann reisen wir zum Leuchtturm. Ja. You still here? Falls du uns mitnehmen willst. Ich kann nicht alleine reisen. Vor allem diesmal ist gar keiner gestorben beim Reisen. Dead? Jesus Christ. Stay strong, Linda. Oh, kampfunfähig machende Militärmachete hat die. Und sie ist fett. Oh, cool. Nee, siehst du nicht. Nee, die hat nur starke Knochen. Das ist eine Fleischwurst, Mann. Die sollte lieber keinen durchgängigen Bikini tragen. Oh, geil. So, was haben wir denn? Oh nein, ich habe nicht genug Geld, oder? Da. Was habt ihr vor? Nichts. Alles gut. Komm, beruhig dich. Warum denkst du immer, dass irgendwas passiert? 5000. Exotischer Streitkampf mit dem Feuer. Ja, das kann eigentlich weg. Warte mal, kann ich eventuell die Dings modifizieren? Glühende Klinge. Ja, Mann, ich mach mir ein. Oh ja. Ach, den Feuermod finde ich gar nicht so gut. Egal, ich habe jetzt ein Dings. Ich habe die jetzt nur genommen, weil die Haltbarkeit dadurch höher wird. Natürlich machen wir Macheteöl. Ja, Mann, guck mal, was ich jetzt hab. Überkontrolliere. Moment, ich habe noch überprüfe Hotel Bungalow 14. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das kam. Ich weiß es auch nicht mehr. Dann können wir wieder zum Rettungsding zurückgehen. Ein Tag voller Porten. Schwarzer Mann, was willst du von mir? Bitte. Weg hier. Chris, komm. Jordan, kann es sein, dass du heute schon wieder schwanger bist? Ich kann mich nicht von nach vorne bewegen. Doch, kannst du. Hüpf ein bisschen rum. Ich konnte mich auch sehr... Ich lauf automatisch rückwärts. Dann drück doch zweimal die Rückwärtstaste. What the fuck, Alter? Oder connecte einmal neu.
Nee, jetzt laufe ich wieder vorwärts. Das war Pascal mit seinen dreckigen Hex. Hex. Genau. Hex. Als ob Pascals Skill hätte, irgendwas zu hacken. Da ist, der hat was getan. Der hat mal einen Rüpel eine Wasserpfeife gemacht. Alles klar? Bist du ein Magier? Glitscht dich einfach durch die Wand? Alter, Barathu, hast du schon mal was von Ladies First gehört? Ich kenn Postkrypton, Niklas. Gut. Geil! Ja, Jordel, ich habe in der Tat was davon gehört. Ich halte sogar den Ladies die Tür auf und lass sie zuerst reingehen. Damit du sie hinterher zumachen kannst und vergewaltigen kannst. Genau. Nimm das, oh, lol. So viel Blut. Ich hätte mir gewünscht, dass wenn man mit Elektrowaffen ins Wasser springt, einen Elektroschock kriegt. Wie in den schönen Videos. Das hättest du wohl gern. Ja. Da würde ich mich einmal ins Wasser schmeißen, wenn ihr drin seid. Und dann tanzt ihr. Kameradenschwein. Aber wir sind halt hier nicht so strikt mit der Physik umgegangen. Okay, keiner hat mehr Fragen. Hä? Lol. Bin gerade voll geschockt worden, ey. Ich würde Postkrypton. Vielleicht nicht im Team spielen, sondern eher Hellet Loose. Loose nochmal. Berliner Style hier, totkloppen. Okay, oh, hier ist gab's? Geld. Und ein Ausweis. Ich hab dir die Hintertür aufgemacht, Barathur. Und hier ist ein Safe. Ach, da rein seid ihr gegangen. Hier gab's auch noch einen Ausweis, Baradolf. Ich denke, der hat Baradolf gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Denn dieser Ausweis ist jetzt mein. So. Verdammt, er kriegt ja wirklich wenig Schaden. Hab ich doch gesagt. Ich wollte es gerade sagen, aber. Ja. Das lohnt sich nicht, Jordel Jung. Ja, das Jordel. Jordel Jung! Jordel Jung, bist du mit Kim Jong unverwandt? Ja. Anything useful? Das ist der Schwarze. Kann ich mein kleiner Schlitzi-Freund sein? Kim Jong-Jord. Das kann man eigentlich so in Slums einfach laufen. Ah ne, geht gar nicht, da kommst du nicht rüber. Das ist ja ein Fehler bei der Route. Also können wir zurück zum Schnellreisepunkt gehen, um dann zu den Slums zu reisen. Okay. Weil wir da mit Nick reden müssen. Und dann sind wir mit Nebenquests, also haben wir keine mehr. Na, du hast ganz schön kräftige Waden. Ja, weil ich Squash spiele. Viel wegrenne. Niemand erlaubt aufzustehen. Bleib liegen. Ach, deswegen rennen die ganzen Zombies an mir vorbei. Die rennen zu euch. Ja, Jordel hat sein gutes Deo aufgelegt. Le Zombie. Von ja, Pavian-Moschus. Wenn die unter Wasser sind, sehe ich nicht, ob sie tot sind. Ist Jordel schon wieder sneaky?
Aber mit Yordle Splinter Cell mit dem Koop auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen, das ist bestimmt lustig. Natürlich. Das hab ich schon mit Hardmore gemacht. Und ich bin tot, du kannst machen. Nein. Das geht ja nicht, wenn du da stirbst, dann bist du... Dann ist die Mission vorbei. Lol. I heard this skirt. Auf ein neues Splinter Cell freue ich mich aber auch irgendwie. Kommt denn da was? Ich glaube nicht. Tja. Also die Slums jetzt in der Stadt müssen wir reisen. Ja. Okay, wo gehen wir da am besten hin? Kirche oder Lagerhaus? Ich glaube... Ja, gute Frage. Wo ist denn nix ein verlassenes Haus? Boah, gehen wir erstmal zur Kirche. Dann zur Kirche. Von da aus können wir uns ja orientieren. Wieder zur Mutter Teresa. Mein Gott, es ist früher dunkel. Ja, beichte doch. Komm, beichte. Der Winter naht. Ich muss nichts beichten. Ich bin ein Erzengel. So siehst du auch aus. Ich bin ein bisschen müde heute. Geh doch schlafen. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf Pascal. Gut. Gesundheit. Du solltest vielleicht mehr Alkohol trinken, Pascal. Das Lagerhaus wäre näher gewesen. Das Parkhaus wäre näher. Dann das Lagerhaus. Ja, dann gehen wir zum zum Lagerhaus. Also nämlich im Süden. Deiner Gnaden ist müde. Ist das schlimm? Ja. Maybe there's something I can use. Ja, der Power, drück mal B. Nö. Ah, hier. Gut. Ach, ich dachte schon, ich wäre gestorben, ey. Keine Sorge, du wirst heute noch sterben, bestimmt. Bis jetzt sind wir ja ziemlich sozial unterwegs. Ja, aber du weißt ja nicht, was für große Biester hier noch rumlaufen. Bis auf den Molotow-Cocktail, den du mir ins Gesicht geschmissen hast. Gut, dass du nicht gut brennst. Ja, das war ja, dass du wach wirst. Siehst du, du bist ja müde, ich muss dich erstmal wach machen. Noch mehr einen Kaffee, du Nutte. Entweder wolltest du Schwuchtel sagen oder irgendwas anderes. Ja, Jorde wollte ich das sagen. Tu ich hier was mit S angefangen. Hä? Ich hab mit gar nichts angefangen. Lol, wo ist denn der hin? Wer? Nicht, Serena und ich töten hier schon Sachen. Ja. Gesundheit. Alle gegen Jordel. Du bist wirklich nett zu mir, Baratu. Ach, das war's ja gar nicht, du. Was? Oh, fuck! Ich glaube. Nein! Was denn? Geh weg! Wir brauchen den noch. Mhm. Siehste? Hier lag ein Ausweis unter der Leiche. Du lagst unter der Leiche. Ja, mir ist es egal. Imperator, du musst es mir verzeihen, wenn ich dich mit einem roten Fass rumlaufen sehe, gehen bei mir Alarmglocken an. Beim Jorde immer, Ausweis unter der Leiche und geht weg. Ja, du hast gesagt, du brauchst es nicht. Wo ist meine Waffe? Du hast wahrscheinlich die Leiche gestopft. Wieso, Jordel? Keine Ahnung, was Jordel meinte. Ich sehe nämlich keine Leiche. Ja, warte. Warte, hier ist Nee. Das ist zwar eine Leiche, aber der hatte noch Geld dabei. Der Ausweis lag bei mir, hier. Und dann habe ich den schon. Den habe ich letztes Mal schon gefunden. Ja, und ihr habt mir nicht Bescheid gegeben. Ich habe dir dreimal gesagt. Das hier, Jordel, hier, weißer Ach, Junge da. Hier. Ich hab den nicht. Jordel Dolph, du hast wieder nicht zugehört. Ja, siehst du, aber der Imperator hatte ihn nicht. Ich hab's euch allen dreien.
viermal oder dreimal gesagt. Ja, ja, aber wir haben, müssen wir erst in die Nomadensprache übersetzen. Lol. So schwer kann, kann das nicht sein. Dich versteht ja auch jeder Mensch hier. Nö. Wir bemühen uns zumindest. Aber bemühen ist niemals richtig. Niemals genug. Also ich stehe schon vor der Tür. Das ist ja, in Ordnung. Du bist ja auch weggerannt. Nee, ich bin einfach durchgerannt. Weil worauf soll ich warten? Halt! Zur Kirche müssen wir ja auch nochmal zurück. Da braucht doch irgendein Mongo einen Spaten. Nee, den kann ich nicht ansprechen. Also jedenfalls konnte ich den letztes Mal nicht ansprechen. Ja, weil ich den... Da hatten wir ja nicht den richtigen Spaten. Ich habe ja jetzt einen Spaten. I need to put some thought into this. Old Smokey. Wiederholst gern, was ich sage. Sag mal, bist du eigentlich irgendwie krass drauf? Behindert bist. Jetzt fängt schon wieder die Sommerzeit an. Oh, warum habe ich denn jetzt FPS-Einbrüche? Can't hurt to look. Weil du einen schlechten Rechner hast. Wahrscheinlich, weil ich Joll angeguckt habe. Willst du dich jetzt direkt? Der PC will sich selbst umbringen. Ja, ja, bitte noch einmal Kirche. Kirche. Ey, lass mich durch, du dummer Schwein! Du dummer Schwein? Dummes Schwein. Was mit dem Pronomen üben wir nochmal? Ja, heute spricht die Sprache der Straße. Hm. Jupp. Alter. Alter. Du dummer Schwein, du! They need to be in the ground. Ja, jetzt kann ich sie eben geben. Ja, und er gibt halt eine einfache erschöpfende Sichel. Jedenfalls mir. Ja, mit 6. Mir auch. Mit 26 Haltbarkeit. Ja, ja, Müll. Gleich verkaufen. Kaskovollausstattung. Warte, du darfst natürlich zuerst durch, mein schwarzer Bruder. Entschuldige. Ja, komm ich jetzt doch, ich komm raus. Wohin im Dschungel? Du hast nicht genügend Geld, um das nächste Upgrade zu kommen, das stimmt überhaupt nicht. Ich hab doch die 2500. Oh, das tut mir aber leid. Ah nee, da steht das 18.000. Boah. 18.000? Ja, für Flink automatisches Gewehr. Die auf die höchste Upgrade-Stufe. Zahlst du 18.000. Das läuft bei dir, würde ich sagen. Du kannst dein Gewehr upgraden? Wieso kann. Du kannst dein Gewehr auch upgraden. Pistolen gehen auch. Ja, hab ich ja schon gemacht. Bei mir habe ich es ja schon gemacht. Zum Dorf oder zum Bunker oder wohin? Wir haben jetzt noch das Hauptding, ne? Begib dich zu Afrans Dorf. Also müssen wir zum Dorf wieder im Dschungel. Dorf am Fluss. Hui. Ich dreh mich immer so schön, wenn wir porten. Ich dreh mich. Also welche haben wir jetzt noch? Tatsache, nur noch die. Ja, gibt nur noch die Hauptquest. Gerade. Fahren wir mit dem Auto? Nee, wir reiten auf Jordel. Können wir bitte mit dem Auto fahren? Jedenfalls die ersten 5 Meter. Gibt Zunder. Gibt kein Zunder hier. Währenddessen könnte ich mir ja die Pizza bestellen. Mach das. Es ist so und dann verbrennt sie dir. Imperator? Ja, bitte. Was hältst du mal wieder von dem Tabletop-Abend? Hörst du nett an. Pokémon! Ja, Jordel. Wir spielen Tabletop-Pokémon. Dafür gibt's. Ich glaube, nee, wir haben. Für ein Pokémon-Spiel haben wir dafür. Aber es war, ja, glaube ich. Das war Monopoly, war ja, hat ihr da gespielt? Monopoly-Pokémon. Ist ein Fehler aufgetreten, Mist. Du so bist der Fehler.
Nee, die Bestelldaten werden... Oh, das ist ja kacke. Jolle versucht Pizza zu bestellen. Warum kann Cortana das nicht für mich machen? Cortana kennt deine Pizza-Vorlieben nicht. Abfahrt verpasst. Ich wollte gerade sagen, fahren wir überhaupt richtig? Nein, weil hier vorne die Abfahrt verpasst wurde, weil die Kurve zu streng ist, zu scharf. Und man das halt auf dem Ding hier so schlecht sieht. Typisch, dass die Frau sich beim Autofahren beschwert. Ich? Ja. Ich guck aus dem Fenster. Ey, pass auf, nicht, dass du gleich eine Machete in deinem Kopf hast. Fahren wir denn richtig? Ja. Ich glaube, wir hätten hinten rechts abbiegen müssen. Ich weiß. Wir könnten ja mal nach dem Weg fragen. Ne. Das ist das Letzte, was ich mache. Weißt du, ich würde eher mit dem ADAC-Berater ins Bett steigen, als ohne Plan loszufahren. Ich würde ihm einfach 50 Euro geben. Bring the pain, baby. Aber du kannst auch gerne mit ihm schlafen. Das kommt jetzt natürlich billiger. Na, ich glaube, wir sollten vielleicht aussteigen hier und nicht weiterfahren. Die letzten 30 Meter laufen. Ich will die Bestellung schnell abgeben. Sind hier Menschen oder Zombies? Weiß ich noch nicht. Könnt ihr mich, bitte? Menschen. Menschen. Nimm das, Mensch. Da oben ist noch einer. Geh vor, rechte Flanke. Hallo, Bakba! Das ist Jordelspruch, nicht deiner, ja? Das ist der von Till, nicht meiner. Ja, von wegen. Du weißt, was der Spruch von Till ist. Ehre der Spezi. Ich glaube, du musst wirklich über die Barrikade hier so springen. Spezi ist ein köstliches Getränk. Wir könnten auch einfach die Leiter rauf und dann rüberlaufen. Fuck you. Zu einfach. Just saying. Also, muss ja keiner machen. Wir hätten es damals wegen so machen können, dass wenn du einen Headshot jemanden gibst, dass es schon umfällt. Das ist mich definitiv kein Streifschuss, den ich gemacht habe. Was ist denn das für ein Scheiß? Schon wieder ein Fehler aufgetreten. Oh, das war Crit. Ach, dann bestelle ich es über die App. Leck mich doch. Da ist noch ein Mongo. Wartet auf mich. Wir sind hier im Kampf gefecht. Ich loote schon mal. Wie komme ich denn hier rein? Hüpf über die Wand. Wann kommt denn TW3K mal wieder? Meinst du jetzt als Stream oder meinst du Video? Weil die Videos hatte ich, glaube ich, einen Tag verschlafen, weiter einzustellen. Ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Ah, come on. Also, ich komme hier nicht rüber. Jordel. Wir sind rübergekommen, da kommst du auch rüber. Ich bin rübergekommen. Hier oben ist übrigens noch einer. Ach so, hier sind noch ein paar rüber. Von den Typen. Ich kann das einen Professor hochjagen, da zum Beispiel, wo Puff steht. Könnte man. Bin aber nicht so scheiße wie ihr. Oh. Was? Was? Wir sind doch nicht scheiße. Wir sind Männer. Da hinter der Band? Bis auf Jordel. Der ist, divers. Was Besonderes. Jordel überlegt noch, was er ist. Halt's Maul. Was denn? Stimmt doch. Im Gegensatz zu dir habe ich Sex? Im Gegensatz zu dir muss ich mich beim Pinkeln nicht hinsetzen. Hier ist ein Fakt. Bitte? Hier sind Fakten im Haus. Männer wie wir. Warum sind hier alle schwarz? Minderheit. Deshalb sind alle schwarz. Oh, hier ist so ein Sprengfass. Ich glaube, Jordel ist eigentlich die Wut. Nee, bin ich nicht. Achtung, da steht einer dahinter. Ja, ich sehe ihn. Erstmal Jordel ein bisschen würgen. Ich hab mich jetzt gerade echt kurz vor dir erschrocken. Achtung, das ist eine Kiste, nicht eine Kiste, so ein Fass.
Mein Codewort ist übrigens Black Mamba. Scheiße, da drüben sind auch noch welche. Im Bus ist ein Ausweis. Könnten wir das mit den Ausweisen vielleicht gleich klären? Wieso bin ich tot? Oh mein Gott, ich helf dir! Gesprungen, hat. Hä? Was war das? Fuck. Der Feind! Ich geb Feuerschutz! Ich hab dich! Achtung. Da, danke, aber da schießt noch mal. Das war ja blöd. Muss man gönnen? Nochmal gönnen? Oh oh. Ich werde vermutlich gleich umkippen. Das kann passieren. Ich weiß nicht, wann es wieder Stream kommt, wenn ich es wieder streame. Alles gut, der ist tot. Ich hätte damit gerechnet, dass... Ich stand hinter dir, ich hab den erschossen. Ja, okay. Ich stand auch hinter der Asiatin. Da ist noch einer. Könnten wir vielleicht jetzt alles aufsammeln, bevor wir weitergehen? Okay, dann sammeln wir. Alles. Ja, die ganzen Ausweise, was Yordo so nebenbei beim Sightseeing gefunden hat. Hm. Während er so viel Damage gemacht hat, null. Oh, hier ist ein 32er Messer drin. Hallo Barfax. So. Also die Pistolen, also die Upgrade-Kosten für die Handfeuerwaffen, die sind echt schon ordentlich. Warte mal ab, bis du nachher so ein MG aufrüstest. Ja, ich rüste es ab. Kann mir eh nichts leisten. Soll ich was für dich upgraden? Im Bus war ein Ausweis und eins der Gebäude. Oh, warte mal. Achtung, Achtung, ich spreng so ein Fass. Gesundheit. Die Explosion hat sich anders angehört als sonst. Danke. Das klang jetzt irgendwie echt kawaii. Ich konnte mich nicht mehr muten. Okay, die Fakten hier habe ich. Im Bus noch Baratur einmal. Ich war schon drin im Bus, danke. Fakten? Wo sind die Fakten? In dem Haus. Hier, ach, da ich oben. Ich hab sie schon. Okay. Ein bisschen Gewehrmuni wäre noch nett. Wenn man ja so viel davon tragen kann. Oh, ich habe auch nur noch 7 Schuss. Danke für die Info. Sirene wird verglichen mit einem niesenden Meerschweinchen. Danke. Oder Hamster. Es gibt einen schönen Spruch, es gibt Frauen, die niesen wie kleine niedliche Hamster. Ich bin da eher das Warzenschwein. Wenn ich niese, regnet's. Ja, wenn du niest, sterben Engel. Mängel. Mängel? Engel, Engel. Was? Beides ist Blödsinn. Es ist Jordellogik. Wirklich. Freiklopf? Jedes Mal, wenn du niest, stirbst ein Pizzabrote. Kann man hier in dem Game eine Basis bauen? Nein, du baust hier keine Basis. Es ist eher eine Koop- oder Singleplayer-Erfahrung. Schnitzel durch Zombies und Missionen erfüllen und Waffen upgraden so ein bisschen. Und ja, Waffen Schnitzel. Finden. Ein Kilo Schnitzel. Du baust hier keine Basis in dem Sinne. Ist alles weg? Oh. Da kam einer und wollte mir geben.
Ja, komm näher. Warum? Schon seit 2 Tagen ist der Schnitzel weg. Ich weiß, dass es weg ist. Käse hat mir auch unbedingt sagen müssen, dass es überragend köstlich war. Wie ein Schnitzel. Er neigt zur Übertreibung. Oder er wird nur einmal die Woche gefüttert? Nein, er wird jeden Tag gefüttert. Was für ein Luxus. Mindestens einmal, außer ich mache noch Mittagessen und Frühstück, wenn nichts mehr übrig geblieben ist. What the fuck? So Pancakes und so was. Aber der legendäre Cupcake, der wird sich aufgespart. Ich habe jetzt länger keine mehr gemacht, weil es zu warm dafür ist. Aber er ist trotzdem legendär. Möglich. Also wenn man den in WoW-Manier hätte, wäre der wahrscheinlich ein Schmuckstück oder ein Streitkolben mit Orange und alles auf Maximum. Obwohl, eigentlich kann man sagen, dass Dead Island ist wie Borderlands. Das wäre eigentlich, glaube ich, ein guter Vergleich. Doch, Zombies schätzen und bessere Waffen suchen. Aber halt ja, aber nicht so viele. Oder upgraden. Du upgraden doch hier ja. Waffen 5 Stufen ab. Ja, aber das geht in Borderlands nicht. Ach so, nicht. Du andersrum. Entweder du findest neue oder musst dir welche kaufen, aber upgraden geht nicht. Naja, das ist ja ein Unterschied. Achso, ich dachte, da liegt ein Bein. Wein? Bein! Achso. Ah, yeah. Come and get it! Das ist Munition! Jetzt ist es deine Muni. Auf sie. Ich hab mich dafür ja auch nass gemacht. Wie hast du dir eingenässt? Ja, ich hab erstmal losgepinkelt. Jördel, Gewehrmunition. Hm? Schon genommen. Jördel, Gewehrmunition. Ja, ich komm ja schon. Baratur, du brennst! Ja, tut er gar nicht. Lass mich halt brennen. Ich bin halt heiß. Oh Gott. Töten wir letztendlich einfach den Typen hier oder... Ah. Spannend. Oh nein, es ist der schwarze Rambo! Der keine Munition mehr hat. Tick, tick, tick. Wir haben auch unseren schwarzen Rambo. Schwarz gegen schwarz. Der hat aber eine Granate. Ja, die habe ich auch. Das Haus gewinnt. Ich habe auch eine Granate. Hätte es doch zurückgeworfen. Anything useful? Achtung an alle, ich schmeiß gerade Molotovs. Hey, was war das? Das hat uns gewarnt. Hat er gebuggt? Was geht mit dem? Na, Xenom. Hi, Xenom. Guten Tag, Xenom. Er tanzt für uns, den Tanz der Liebe. Nein, der brennt. Brenn in der Hölle, du Drecksau! Wir können gar nicht irgendwo rein, denn wir müssen die töten von hier unten. Warte, ich schmeiß gerade. Ach fuck, ich habe jetzt gerade keine Granate zum Auswählen. Ups. Ich liege auf dem Boden. Geh mal raus. Ah, fuck. Ich bin kampfunfähig, also am Boden. Bräuchte ich Hilfe? Danke. Ja, oder wenn ich alles immer in Brand setzen würde, können wir vielleicht auch reingehen. Ja, ich verbrenne die lieber. Ich komme nicht hoch, weil hier alles brennt. Warte. Na, jetzt bin ich oben. So, ich brenne jetzt. Ich mach jetzt gar nichts mehr. Endlich! Alter, wie der austeilt! Wow! Der teilt krass aus. Warum wollte ich ihn ja zuerst verbrennen?
Ich geb dir Feuerschutz, Pascal. Jetzt ist er tot. Guten Abend, Sigwaldes und Katgur. Guten Abend, Sigwaldes und Katgur. Guten Abend, Sigwaldes und Katgur. Ernsthaft? Machen wir das jetzt alle? Nein. Wieso? Wir grüßen einfach nur den Stream. Weil du hast schon den Combo-Break begangen. Hier ist eine Dreierkiste, wo ich stehe. Wo stehst du denn noch da? Hier unten ist ein Bauplan bei mir, Phoenix. Deck mit euch. Phoenix? Phoenix? Oh, Phoenix. Höchste Stufe Flammenmod. Will ich Borderlands spielen. Hier. Auf dem Tisch. Phoenix. Ah, vielen Dank. Oben liegt noch ein bisschen Gewehrmunition rum. Ich mach mal die Tür zu, dass hier keine Insekten reinkommen. Warte mal, was kann ich Phoenix denn basteln? Ach, Old Smokey ist die höchste Stufe für Elektroschock mit Machete. Was brauche ich denn für Phoenix? Eine Spaltaxt, eine Feueraxt, Wikinger des Südens. Okay, ja, keine was macht Phoenix? Was macht ein Phoenix? Phoenix ist Brandschaden. Bei Schnittwaffe. Achso. Also bei einer Axt. Du brauchst halt hauptsächlich eine Axt. Große Spaltaxt, Universalaxt, Feueraxt, Wikinger des Südens. Ja, ich hab eine Axt, aber nur eine graue. Das lohnt sich nicht, Jordel. Ja, dann mach ich's lieber rauf. Weil dir vertraue ich eh nicht. Nein, also auf grau lohnt sich das eigentlich nicht, finde ich. Gesundheit. Das war schon fast männlich. Weil ich nebenbei husten musste. Ist da gerade was in die Luft geflogen? Good job, Fritz. Ja, da steht da. Wo ist der denn? Der war. Ready to get going. Gib mir mein Geld! Well then. Ready for a meeting with Moen? Ja. Oh, danke. Okay, let's go. Wahrhaft. We're here. You will find Moen in the hut at the other side of the bay. I'll wait here for you. Aha, wieso bin ich im Wasser und ihr nicht? Oh, das war aber eine weite Reise übers Wasser. War das irgendwas auf dem Schiff drauf? Ja. Geh weg, du blöde Kuh. Redest mit mir? Nein. Ach, hier kann man reparieren. Genau. Also. Das wird Pascal, du blöde Kuh. Der hat gesagt, geh weg, okay. Du blöde Kuh. Er kann damit jeden meinen. Nein, die NPC-Kuh hier, die hier steht. Wo seid ihr denn schon wieder? Wir sind auf der anderen Seite. Losgelaufen? Du hast doch bei dir auf der Map eine rote Flagge. Wie siehst du denn aus? Der kifft hundertprozentig. Hängen in der. Aussehen. Hier liegt ein Ausweis auf dem Tisch. Und hinter dir ist eine Truhe. Ja, die kann ich nicht aufmachen. Hängen in der. Den Ausweis will ich zuerst bitte abheben. Nice. Abheben geht nicht. Ja, holen. Wo ist der? Auf dem Tisch, ich knie drauf. Sitz drauf. Hast du angenommen? Warte. Jetzt habe ich den Ausweis. Nowadays, you can't trust nobody. But Matutero says you're okay. And that's one brother I trust. Your bra from the radio has it wrong, okay. I don't know no way to any prison. Can't help you with that. But I do know where the walking dead come from. And if you want, I can take you there. Deep in a jungle, a place where they do ugly experiments with God's creatures. This is where the corpses come from. This I know. You wanna go? Absolutely. Okay, ja. Then. Let's go. Begib dich zum Labor. Trastafari, jemand kommt mit. Serena, ich habe eine Frage. Nein, ja. Wenn du die legendären Cupcakes machst, drehst du dich dann auch so? Nein.
Das ist der Kontraprodukt, dann habe ich den Teig an den Wänden. Und an mir und überall. Ich glaube, wenn Frauen backen, dann müssen die das. Ja, dann müssen die alles an sich dran haben. Das ist Backen. Du guckst die falschen Pornos, Junge. Pornos? Das sind ganz normale Instagram-Profile. Auf zum Labor! Kommt der Rastafari-Mann nicht mit? Der schaut uns beim Wegfahren zu. Jordel! Ja, ich muss mein Essen bestellen. Oh, immer noch? Deine halben Stunde? Ja, ich bin nicht dazu gekommen. Ihr lauft ja die ganze Zeit ohne mich weiter. Jordel geht nicht ins Institut. Hier ist was Grünes drin. Hier sind zwei Snacks drin. Oh, Auto. Oh, hier geht's rein. Oh, wirklich, was Süßes. This will come in handy. Oh, hier geht's raus. Halte F. Achso. Was ist denn das jetzt? Hier ist ein Ausweis? Nee, nur Geld. Jordel hat wieder den Autokommentar an. Oh Gott, hier sind drei Explosionsfässer. Autokommentator für Waldorfschüler. Hier ist eine Karte. Hier sind Snacks. Hier ist eine Tür. Hier oben ist ein. Bei mir ist ein Ausweis hier oben. Brumm, brumm. Guck mal, ein Ausweis, Jordel. Sei still. Hier ist ein kraftloser Schraubenschlüssel. Ich bin ins Wasser gefallen, fuck. Das kannst du gut. Ich schmeiß einfach alles ins Lager ein, weil ich später verkaufen will. Lag da jetzt wirklich ein Ausweis oder hast du nur Jordel verarscht? Ja, nein, da lag wirklich einer. Warum soll ich Jordel verarschen wegen dem Ausweis? Ja, außerdem habe ich den zuerst aufgehoben. Du hast ihn zuerst angetouched. Du bist mir viel zu touchy. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Hup, hup. Okay, brumm, brumm. Ah, ich hab die Pizzeria gefunden. Sehr schön. Wartet auf mich! Wartet auf mich, ihr Schweine! Wir fahren schon mal holen, die Pizza. Barato, du hast mich umgefahren! Ja, Barato genau. Fährt ich gar nicht! Ich bin sogar ausgestiegen, weil ich dachte, ich muss dich hochheben. Bin ich nicht nett? Nö. Doch für das, dass es um Jordel ging, war das echt nett. Richtig. Ich war mir nämlich sicher, ich hätte einen toten Vogel angefahren. Warum kostet die hier 6,90 €? Boah, jetzt bestell! Ja, bestell dir einfach irgendwas. Ich glaube, ich esse doch Pommes. Weil ich sehe schon, komm am Ende, boah, ich hab Hunger, weil ich mir nichts bestellt habe, weil ihr die ganze Zeit vorrennt. Ja. Und wenn ihr 15 Minuten mit dem Auto rumfahrt, habe ich auch keine Zeit, eine Pizza zu bestellen. Weil könnte ja sein, dass der mich in die Karpaten reinhaut. Ja, komm. Hatten wir schon mal Ach so, ja, stimmt. Die Dicken. Ich werde angegriffen! Oh mein Gott, es lädt. Alter, was geht denn ab hier? Labor, hier. Hier, Labor. Labora. Okay, wenn ich in Richtung Labor gucke, habe ich 8 FPS. Also wenn ich in Richtung Labor gucke, habe ich 60. Komisch. Ich habe hier eine Brieftasche. Ah, jetzt geht's. Oh mein Gott! Ureinwohner! Zack. Weg. Bleib liegen. Pizzabrot mit Tomatensoße 6,90 €. Der bestellt wirklich eiskalt, der bleibt sitzen. Ja, was denkst du denn? Ich hab Hunger. Also ich hab ja vor dem Stream gegessen. Ich hab auch Hunger. Ich hab auch nur getoastet heute. Geofarm.